Und wir holen jetzt Lateinamerika nach Berlin. Ach, und ich habe keine Rose zwischen den Zähnen. Ich bin sehr enttäuscht, aber es ist okay. Zum zweiten Mal findet dieses Wochenende das Tango-Festival in der komischen Oper statt. 48 Stunden voller Tanz, Musik, Konzerten und Schauspiel. Und bevor es losgeht, schaut sich unsere Kollegin Patricia Pantel dort schon mal nach einem Kerl um. Nach einem Kerl oder nach Musik. Patricia, ich sehe aber, du wurdest schon aufgefordert, lass mich raten, zum Walzer? Nee, das soll hier schon Tango sein. Ich bin halt noch am Üben. Am Wochenende finden nämlich jede Menge Tango-Workshops statt für Fortgeschritten und für Anfänger. Konstantin ist einer der Lehrer dabei und ich bin jetzt quasi seine erste Herausforderung. Konstantin, kann jeder Tango lernen? Also Freude an Musik und Bewegung und ein bisschen Geduld wäre gut. Und ansonsten, genau. Jawohl, zum Beispiel. So, die Sache mit der Leidenschaft, die übe ich auch noch ein bisschen. Ja. Und gehe gleich mal in den fortgeschrittenen Kurs. Darf ich den kleinen Tipp hin? Lehn dich mehr nach vorne. Ja, der Tango ist zum Pfannen. Judith Preuß, auch Tanzlehrerin und hat auch das Festivalprogramm mitorganisiert. Oh Gott, ein tanzendes Tango-Interview. Tango in der komischen Oper, da denkt man ja erstmal komisch. Was ist das Besondere an diesem Festival? Dass hier der Tango auf die Klassik trifft. Dass die professionellen Tango-Tänzer auf einer schrägen Bühne sich ausprobieren dürfen. Genauso wie das Publikum darf abends hier eine Milonga tanzen. Das heißt, wir dürfen die Bühne betanzen, wie wir es sonst. Oh, ich danke dir für diesen Tanz. Zeigt uns doch mal, wie es richtig geht. So, klar, es wird getanzt beim Tango-Festival, logisch. Aber das ist noch nicht alles. Hier geht's gleich in wenigen Minuten erstmal los mit so einer ganz besonderen Aufführung von Shakespeares Sommernachtstraum, nämlich eine Tango-Version mit Musik von einem der bekanntesten Tango-Komponisten, Astor Piazzolla. Und durch den Abend führt, nicht tanzend, sondern als Erzählerin, Katharina Thalbach. Und die habe ich vorhin gefragt, ob das denn auch besonders toll ist, in so einer Tango-Version und viel Spaß macht, den Sommernachtstraum zu erzählen. Ich kenne das Stück ja ganz gut. Leanna Hausmann hat es vor etlichen Jahren mal am Berliner Ensemble inszeniert und da hatte ich die große Freude, Puck spielen zu dürfen. Deswegen, und das war auch dieselbe Übersetzung, also sind mir die Wörter vertraut. Und das ist natürlich, ja, es ist einfach so ein schönes Stück. Ich habe es dann auch mal inszeniert in Genf, also als Oper. Und ja, ich liebe dieses Stück. Ich muss es zugeben, mit Piazzolla war mir total neu. Das kannte ich gar nicht. Das sind ja auch so zwei wunderbare Tanzpaare dabei und dann diese Musiker. Also es macht mir schon Freude, ja, auf diese Art und Weise mal wieder durch den Sommernachtstraum zu wandern. Können Sie denn Tango tanzen? Nein, ich kann vielleicht so tun, aber ich kann nicht Tango tanzen, nein. Würden Sie das gerne? Ja, ich würde es irrsinnig gerne können. Ich würde auch sehr gerne Geige spielen können. Ich würde auch sehr gerne reiten können. Ich kann das alles nicht, aber ich bewundere es zutiefst. Ich liebe Tango. Ich finde das also einen wunderbaren Tanz. Ich kann es nur nicht. Und klar, das ist jetzt nochmal, also alles, das hat ja alles mit dem Liebestrank zu tun. Und Tango weiß man ja, da ist alles, was mit Liebe zu tun hat, drin. Die Leidenschaft und der Verrat und der Zorn. Und aber vor allen Dingen natürlich dann, wenn man sich innerhalb der Liebe befindet, das ist ja alles wie ein Liebesakt. Und das ist schon schön zuzugucken. Und das kann man zugucken heute, der Sommernachtstraum mit Katharina Thalbach in der Tango-Version. Heute und am Sonntag auch nochmal hier beim Tango-Festival. Und das war immer noch nicht alles, was dieses Festival zu bieten hat. Zum Beispiel zwei echte argentinische Weltmeister, die morgen ab 22 Uhr den Milonga tanzen werden. Aber auch heute Abend wird es schon die erste Tango-Show auf der Bühne geben. Samstag und Sonntagnachmittag öffnet das Tango Café. Morgen mit einer Besonderheit, dem türkischen Tango, den es schon seit den 20ern gibt. Haustenor Tansel Aykçaybek liebt nämlich nicht nur die Oper, sondern gerade auch den türkischen Tango. Im türkischen Tango ist das Besondere, natürlich geht es um Leidenschaft, Sehnsucht und Liebe. Aber ich glaube, das Besondere am türkischen Tango ist, dass da auch sehr viel Leid drin ist.
Warum? Es ist typisch türkisch. Also wir mögen zu leiden. Also jede Menge Leid und Leidenschaft und auch sehr viel Spaß wird es geben. Hier wird nämlich ab heute die komische Oper zu einem großen Tango-Musik- und Tanzpalast umfunktioniert. Nach dem Sommernachtstraum ab 22 Uhr wird hier alles, also das Foyer und die Bühne und der Zuschauerraum zu einer großen Tanzfläche und genügend mögliche Kandidaten zum Tanzen stehen ja auch schon da. Was mögen Sie am Tango? Das finde ich nachher noch raus. Können Sie Tango tanzen? Nee, noch nicht. Dann bringe ich Ihnen jetzt bei, was ich in meinem Kurs schon gelernt habe. Das Tango-Festival. Also man muss sich leidenschaftlich gucken, ist ganz wichtig. Ab heute bis Sonntag in der komischen Oper. Der Festivalpass kostet 36 Euro. Komm, jetzt machen wir mal nochmal hier so einen Vorbeilauf. Man kann auch ein bisschen drehen, oder? Man kann natürlich auch zu einzelnen Veranstaltungen gehen und Anfänger sind auch herzlich willkommen. Jetzt Leidenschaft. Patricia, lass ihn doch mal führen. Lass los, lass einfach los und lass gehen. Also aus der tiefsten Tiefe meines Herzens das leidenschaftlichste Danke.